Freunde, wir zeigen euch ein nagelneues Auto, was extrem gehypt wird, auch bei mir. Ich habe mich total drauf gefreut und ich hoffe, euch geht es auch so. Und zwar den nagelneuen Smart Hashtag One. Ja. Den haben wir ganz frisch vom Auto aus Südstein wieder abgegriffen. Nochmal ein großes Dankeschön. Wir haben ihn diesmal vom Bodensee geholt. Ja, dort ist das Smart Zentrum zum Beispiel eines davon. Und die ist natürlich weiterhin verteilt bis in Titisee und auch hier bei uns im Schwarzwald. Also nochmal danke für die schnelle Möglichkeit, auch das Auto euch zu zeigen. Und das Auto ist wirklich der Hammer. Man kann es mit den älteren Smarts nicht vergleichen, sollte man auch nicht tun, preislich als auch von der Größe. Ihr seht ja schon, es ist jetzt eher so ein SUV. Ich sag Crossover, wir werden euch alles im Exterieur zeigen. Ladegeschwindigkeit, Reichweite, Interieur natürlich, wo es auch einiges zu entdecken gibt und natürlich auch Assistenz und Spaß. Denn wir haben die Top-Motorisierung, wir haben den Top-Wert, wir haben den Brabus bekommen, der bis zu 428 PS leistet, Freunde. Und das in einem Smart. Ich denke, wir werden viel Spaß miteinander haben und ihr seid hier bei Black Forest Drive und ich begrüße euch zu einem nagelneuen Video hier aus dem Schwarzwald mit dem Brabus Hashtag One. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren, das freut uns und dadurch wachsen wir weiter und können euch immer mehr zeigen und das freut uns auch. Die Glocke drückt ihr, wenn ihr es nicht mehr verpassen mögt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie über den aktuellen Smart Hashtag One, der derzeit bei 41.950 Euro startet. Ja, deutlich mehr wie zum Beispiel der bekannte Smart 4Tour, den es aktuell auch noch gibt, aber wie gesagt, kann man nicht vergleichen. Dann startet es in der Pro Plus Variante, die ich euch nicht empfehlen würde, sage ich aber nachher noch. Dann liegt drüber Premium. Aktuell liegt noch die Lounge Edition gerade drüber, ist aber schon restlos ausverkauft. Ist natürlich so eine limitierte Edition am Anfang, 1000 Stück. Und als Top-Variante steht dann hier neben uns eben Brabus. Brabus ändert sich im Exterieur und Interieur natürlich ein bisschen, ja, vom ganzen Look her, aber von der Batterie ändert sich nichts. Ja. Also wir werden im Fazit ausführlich besprechen, für was von der Variante euch entscheiden könnt oder sollt. Da gebe ich euch Tipps, wie ihr es nachher macht, ist natürlich euer Bier. Dann haben wir hier die Fronthaube, nenne ich es bei den Elektrofahrzeugen. Und ja, ich nehme die Überraschung gleich weg, wir haben einen Frunk. Wie groß, werden wir uns dann nachher anschauen. Smart-Schriftzug in Schwarz durch die Brabus Edition, dann auch das exklusiv Brabus, diese Lufteinlässe hier. Das wirkt natürlich einfach sportlicher. Durchgezogenes Leuchtenband, mega geil, sieht extrem gut aus. Illuminiert sich nachts. Ich versuche euch da mal noch was einzublenden. Zum Licht kommen wir ja gleich noch. Wir haben hier Airkörten, ja, da fließt die Luft durch, kommt hier wieder raus. Dann haben wir hier eine Brabus Spoilerlippe. Das ist natürlich exklusiv Brabus. Und dann hier nochmal so ein bisschen rote Elemente noch bei den Lufteinlässen. Mir gefällt optisch einfach extrem gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Den haben sie schick gemacht. Auch die normale Version schon. Der Brabus ist natürlich aber die Variante, die ich nehmen würde. LED ist bei Pro Plus schon serienmäßig Voll-LED ab Premium, also schon ab der zweiten Ausstellungslinie, ist aber dann dieser Scheinwerfer hier mit dabei. Das ist ein adaptiver Scheinwerfer, alles in LED natürlich, die Blinker sind sogar dynamisch. Der Verkehr, der vorausfährt und entgegenkommt, wird ausgeblendet, ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht. So funktioniert Daimler-typisch sehr gut, kommt nicht ganz ans Digital Light und Multibeam ran, aber ist schon wirklich sagenhaft und kann auf dem aktuellen Markt definitiv mithalten. Wir wandern noch mal nach oben und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich bin echt gespannt. Schreibt mal gerne drunter, wartet auch gerne bis zum Heck. Schreibt mal eure Meinung zum Design vom Hashtag One drunter. Ich bin nämlich echt gespannt, ob es nur mir so geht oder ob ihr den auch so geil findet. Jetzt stehen wir hier am Profil des Smart Hashtag One. Vielleicht nur mal eine kleine Einführung, was serienmäßig schon immer dabei ist. Zum Beispiel eben das LED-Licht, sämtliche Assistenzsysteme, Panoramadach. Und so weiter und so fort. Ab der zweiten Ausstellungslinie ist quasi alles dabei, ja, mit 360-Grad-Kamera. Und das ist schon echt Wahnsinn. Man muss eigentlich sich nur noch für eine Farbe entscheiden pro Ausstellungslinie. Ja. Es gibt auch nur die eine Batteriegröße derzeit. Das heißt, man wählt seine Ausstattung. Im Prinzip, wie gesagt, Premium oder Brabus Pro Plus, ja, kann man auch nehmen. Erzähle ich nachher dazu. Und dann hat man nur noch seine Farbe auszuwählen. Beim Premium gibt es noch einen zweiten Interieursatz, aber ansonsten ist auch das fix. Eine Wärmepumpe gibt es für den Hashtag One auch, ist mit drin. Und dann natürlich noch der Fakt, was die Bodenfreiheit angeht, 182 mm. Er wird ja als Mini-SUV betitelt. Ja,
kann man sagen, ich sehe ihn halt einfach als, ja, weiß nicht, Crossover oder sowas. Ist halt ein cooles Auto, ein Lifestyle-Auto, was will man mehr? Ein großes Panoramadach, wie gesagt, serienmäßig mit dabei. Bei Brabus ist sowieso alles mit dabei, abgedunkelte Scheiben. Die Türgriffe fahren sich schön ein, wie man es von den aktuellen Elektrofahrzeugen kennt. Dann kommen wir jetzt schon zu den Highlights der Brabus Edition, denn da ist einiges anders. Fangen wir mal bei der Bereifung an. 19 Zoll ist bei jedem Modell so. Es gibt nur 19 Zoll Felgen. Jeder hat aber sein eigenes Design. Rote Bremssättel vorne und hinten, das ist aber Brabus typisch. Gibt es auch nur für den Brabus. Dann gibt es 10 Farben für jeden Smart wiederum. Aber wiederum nur für den Brabus die Kombination mit dem Radiant Red Dach, also mit dem roten Dach. Ansonsten könnt ihr aber auch da viel hin und her swippen mit den Farben. Es gibt aber auch einfarbige Farben. Zum Beispiel gibt es auch so ein Gelb. Das gibt es wiederum von dem Brabus nicht. Da müsst ihr euch ein bisschen durchspielen. Es gibt aber für jede Variante auch einen Mattton. Das ist Mattgrau. Und das könnte man beim Brabus auch mit dem roten Dach kombinieren. Das wäre meine Variante gewesen. Ich blende euch aber noch vom Autohaus eine andere Farbe ein. Und zwar so ein schönes Weinrot. Sieht auch gut aus, also da könnt ihr spielen. Nur die Information eben, Radiant Red Dach geht nur beim Brabus, ja, wenn euch das gefällt. Und dadurch natürlich auch die Spiegel. Die Farbe, also wir haben jetzt hier, jetzt schließt er auch wieder ab, wir haben jetzt hier Meta Black als Basisfarbe. Ja. Könnt ihr wie gesagt zwischen 10 Farben wählen, da findet jeder was. Auch Brabus typisch ist natürlich hier dieser Schweller mit einem anthrazit-roten Element Brabus noch. Das gefällt mir schon wirklich sehr gut. Um die Rathäuser. Hier ist eine Plastikbeplankung, was einem direkt auffällt, wenn man ein bisschen drauf achtet. Hier verbreitert sich das Ganze noch mal so ein bisschen. Ja. Ist einfach auch schön gemacht. Smart-Logo seht ihr da noch mal an der Seite. Ja. Da geht ja das rote Element runter. Und da wäre dann auch der Ladeanschluss. Ja, eine Sache noch, genau, und zum Thema Allrad geht es da noch. Allrad gibt es für den Hashtag One auch, aber tatsächlich nur für den Brabus, weil wir hier eben 2 Motoren haben. Die restlichen haben nur einen Elektromotor. Und deswegen ist hier die Allrad-Version möglich, aber auch nicht permanent, sondern nur, wenn man im Brabus-Modus ist und quasi dann mit 2 Motoren unterwegs ist. Sonst wäre auch wie die anderen Heck angetrieben. So, am Heck angekommen. Wir haben einen kleinen Spoiler, abgedunkelte Scheiben natürlich auch hier. Smart-Schriftzug, Hashtag One-Schriftzug natürlich in schwarz durch. Brabus, ihr wisst es. Dann haben wir hier LED-Rückleuchten, LED-Blinker, auch hier dynamisch. Und hier, ihr seht es, nee, jetzt ist es ausgegangen, ein Leuchtenband komplett durch. Es gefällt mir einfach. Es ist modern gemacht. Hier hinten auch wieder, das greifen sie dann komplett durchs Fahrzeug auf. Brabus-Schriftzug, Anthrazit-Element auch hier. Ja. Und so geht es halt durchs ganze Fahrzeug einmal rum. Also das gefällt mir durchweg gut. So, die Rückfahrkamera ist hier. Die ist also außenstehend. Hätten sie ja bei Daimler abgucken können, ja, mit ausfahrbaren Rückfahrkamera. Denn die Kamera an sich ist gestochen scharf, zeigen wir euch nachher drin. Und dann ist es natürlich umso schader, gibt es nicht das Wort, also es ist halt noch mehr schade, dass dann das scharfe Kamerabild dann teilweise verdreckt wird, wenn es so ein Wetter hat. Heute ist es relativ trocken, aber wir sind ja doch noch im Wintermodus unterwegs. Die Heckklappe könnt ihr über den Schlüssel zum Beispiel oder halt zum Beispiel ganz langweilig hier über diese Taste öffnen, dann gehen hier tatsächlich auch 313 bis 976 Liter rein. Die Rückbänke kann man beliebig vor- und zurückschieben, um mehr Kofferraumvolumen zu generieren oder halt mehr Beinfreiheit. Hier drunter, ich blende euch ein Detail ein, ist auch nochmal ein großes Fach. Ich meine, ich blätter mit euch einfach nochmal durch. Genau, es sind 60 Liter, die da nochmal reingehen. Dann haben wir hier hinten nochmal ein paar Verzurösen, ein paar Netze und eine Beleuchtung, um hier eben den Kofferraum zu nutzen. Ja, nicht riesig. Kann man jetzt nicht 20 Koffer reinladen und dann noch einen Wocheneinkauf machen. Aber es reicht aus. Ja. Es ist jetzt natürlich kein Platzwunder im Kofferraum, aber es reicht aus. Und dadurch haben sie natürlich auch wieder nachgedacht mit der verschiebbaren Rückbank. Dann kann man da doch noch mal ein bisschen was an Platz gewinnen. So, dann schließe ich nicht nur die Heckklappe, sondern erzähle euch noch was zur Anhängerkupplung. Nämlich das gibt es auch für den Hashtag One. Und da könnt ihr Hänger ziehen, wenn ihr eine eigene Bremsanlage hat, bis 1600 Kilo. So, wir starten mit den Motoren, aber auch dem Frunk erstmal. Das ist der Frunk, 15 Liter mit viel Gewurschtel.
Geht vielleicht ein AC-Kabel rein, aber ich denke eher nicht. Es ist dann eher zum die Warnwesten und sonstigen Kram hier reinzulegen. Wir haben einen Frunk, ja, ist er jetzt extrem groß? Nein. Aber immerhin haben wir einen und wer weiß, was man damit anstellen kann. Man müsste echt mal mit dem AC-Ladekabel probieren, wobei das ja, sich nicht knicken lässt und man auch nicht sollte. Probiert es mal aus. Wenn ihr einen Hashtag One habt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr da reinlegt. Zu den Motorisierungen. Da gibt es tatsächlich zwei Stück. Für den Pro One, Premium und Launch Edition sind es die gleichen Motorisierungen quasi. Ja. Also die haben halt nur diesen einen Elektromotor an der Hinterachse. Die sind alle also Heck angetrieben und haben aber alle die gleiche Batterie. Zu der Batterie, wie lange man sie auflädt und wie weit man damit kommt, kommen wir natürlich gleich. Jetzt geht es ja nur mal um die Leistung. Die mit Heckantrieb, also alle anderen Varianten außer Brabus, haben 102 PS Konstantleistung, 272 PS Spitzenleistung, was auch schon viel ist für das Gewicht. Also der wiegt jetzt um die 1,8, glaube ich. Ist natürlich schon viel für ein Smart, aber wiederum für ein Elektroauto. Also 272 PS reichen da schon völlig aus. Unserer hat jetzt 158 PS Konstant. Und in der Spitze, wenn man eben im Brabus-Modus fährt und die Leistung abruft mit beiden Motoren, haben wir dann nicht nur Allrad, sondern dann auch 428 PS bei einem Smart. Und ich habe mir den Spaß gemacht. Ich habe jeden, den ich getroffen habe, wo der Termin feststand, gefragt, wir filmen bald einen Smart, ratet mal, wie viel PS der hat. Und habe natürlich dann immer gleich noch den Clou mit reingebracht, dass die letzten Smarts, die man so kennt, halt um die 80 bis 100 oder sowas hatten. Also ich habe da natürlich schon gleich ein bisschen getrickst quasi und niemand hat natürlich 400 PS gesagt. Alle so um die 200 PS, was schon viel wäre. 428 ist schon wirklich Wahnsinn. Wir schauen uns natürlich nachher noch an, wie schnell das vorangeht. In Zahlen ausgedrückt geht es in 3,9 Sekunden auf 100 und bei 180 ist tatsächlich Schluss. Ja, das sind mal die Leistungsdaten des Smart Hashtag One Brabus. Wobei, jetzt schließt er gerade wieder ab. Ich sage euch noch eines. Es sind nämlich 584 Newtonmeter, die dieses Teil leistet. Wollte ich euch auch noch gesagt haben. Eine Sache natürlich noch, wenn wir hier noch an den Motoren waren. Haubenlift, ja, muss man einfach auch mal loben, wenn man das hat. Und das habe ich hier mitgetan. So, dann geht es um die Batterie, ne? Freunde, der CW-Wert liegt bei 0,29, dass ich das auch mal noch gesagt habe. Wir haben hier eine Batterie drin, die Brutto 66 Kilowattstunden hat, netto 62 angegeben. In Realität, habe ich gelesen, hat sie aber 65 netto und brutto 69. Warum? Gar nicht so verkehrt der Gedanke, wenn die Batterie mal altert, verliert die natürlich ein bisschen an Leistung. Und dann dauert es erstmal einen Moment, bis sie wirklich an Leistung verliert, weil wir haben hier einen Puffer drin. Schlaue Leute bei Smart, muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Also, fürs Datenblatt sind auf dem Papier einfach 62 Kilowattstunden Nettokapazität dargestellt. Der Verbrauch liegt bei um die 18,2 Kilowattstunden, sage ich auch gleich was dazu. Mit der Brabus-Variante kommt man 420 Kilometer weit oder 512 Kilometer innerstädtisch. Beim Premium und bei der Launch Edition wären es 440, also nochmal 20 Kilometer mehr. Klar, weil wir hier den zweiten Motor mit sich bringen. So, das schon mal dazu. Jetzt, warum, werdet ihr gleich auch ein bisschen verstehen, warum ich euch die Pro Plus Variante nicht empfehle. Es geht hier jetzt nämlich ums Laden. Und der Pro Plus, der lädt AC tatsächlich nur mit 7,4 kW. Und dann dauert es 7,5 Stunden von 0 auf 100. Ab Premium und somit auch Launch Edition und somit auch natürlich Brabus Edition, ladet er halt AC mit 22 kW, was wirklich unglaublich toll ist. Das machen wenige. Und dann ist er halt natürlich schon in 3 Stunden voll, ja, von 0 auf 100%. Und das ist halt extrem geil. Ein längerer Shoppingtrip in der Stadt ist das Ding schon wieder voll. Und über Nacht natürlich sowieso an der Wallbox oder halt an der AC-Säule in der Stadt. Also das ist schon wirklich toll. DC geht natürlich auch, 150 kW und dann ist er 29 Minuten von 10% auf 80%. Ja, also geht auch recht flott und das ist bei allen Varianten so. Aber natürlich ist dieses AC-Laden halt einfach ein Punkt, jetzt ist es dazu. So, dann haben wir das jetzt abgehakt. Ihr wisst, wie groß die Batterie ist, der Verbrauch und wie weit man damit kommt. Jetzt sprechen wir um die Realität.
So, wir haben Minusgrade gehabt. Der einzige Tag, wo wir mal hatten, war am Mittag mal plus 3 Grad. Ansonsten hatten wir halt kalte Temperaturen. Der Verbrauch, der pendelt sich zwischen 10 Kilowattstunden tatsächlich bei uns ein und 30. Warum haben wir so eine große Range? Weil es natürlich darauf ankommt, wie kalt ist es, wie viel Verbrauch habe ich an und wo fahre ich. Ich habe mich jetzt abgeholt am Bodensee, ja, haben wir ja wieder vom Autohaus Südstern. Und dann bin ich vom Bodensee wieder zu uns in Schwarzwald gefahren und da hatte ich einen Verbrauch von 11 Kilowattstunden von einer Strecke von 50 Kilometern. Es war minus 2 Grad kalt und ich bin 130 km/h gefahren. Das heißt, ich habe den Wert unterboten. War nicht schlecht. Es hatte minus 5 Grad, 30 Kilowattstunden, 160 gefahren auf der Autobahn mit Sitzheizung und allen Späßen. Da verbraucht er halt dann schon auch mal 30. Aber ansonsten, gerade im Sommer, wenn es normale Temperaturen hat, kommt ihr zwischen 15 und 20 Kilowattstunden sehr gut hin. Und ich bin jetzt locker 300 Kilometer gekommen, also ich schätze mal im Sommer kommen wir locker 350 mit meiner Fahrweise und ihr vielleicht, wenn ihr vorausschauend fahrt, tatsächliche 400 Kilometer. Also die Verbrauchsangaben und die Reichweite von dem Auto, beziehungsweise der Verbrauch eben, der ist wirklich nicht schlecht, wenn man es nicht übertreibt. Natürlich verleitet die Brabus Edition mit 428 PS und beiden Motoren eher mal dazu, Gas zu geben und dann schwindet natürlich die Reichweite und der Verbrauch geht nach oben, ist ja logisch. So, ihr lest es, wir zeigen euch erst den Schlüssel, bevor es reingeht. Smart steht hier schwarz, dann mit roten Elementen, das Smart-Logo auch nochmal in rot, öffnen, verriegeln und dann natürlich die Kofferraumtaste. Er ist nicht immer schwarz und in rot natürlich, nur natürlich für die Brabus-Version, sieht cool aus, ansonsten wäre er in hellem Design. Wie ihr euch aber schon denken könnt, bei so einem modernen Auto bräuchten wir den Schlüssel gar nicht, denn es gibt zig Varianten, dieses Fahrzeug zu öffnen. Natürlich mit dem Schlüssel wäre natürlich total langweilig bei so einem modernen Auto. Dann haben wir hier eine Einkerbung, hoppla, die drücke ich, dann fahren die Türgriffe raus, ja, die Spiegelklappen auf und das Fahrzeug wäre offen. Das gleiche könnte ich auch wieder so machen, wenn ich das Fahrzeug verriegeln will. Der Nachteil jetzt an der Geschichte wäre, dann hätten wir hinten quasi keinen Keyless-Go. Haben wir aber irgendwie ja doch, weil ich laufe einfach weg. Und dann macht das Auto so ein komisches Geräusch und verriegelt. Und das Schöne ist, Smart hat sich da was gedacht, wenn ich jetzt an das Fahrzeug herantrete, öffnet es auch einfach wieder. Und dann kann ich einfach auch mal hinten kurz die Kinder reinschmeißen oder irgendeine Tasche und kann dann auch wieder weglaufen. So gefällt es mir, so muss es modern sein, so ist es heutzutage. Haben sie gut gemacht. Ich gehe jetzt rein und zeige euch den Innenraum. Ja, dann begrüßen wir euch ganz einfach hier auch im Interieur des Smart. Wir haben jetzt hier natürlich einen Mikrofaser-Ledermix mit unserer Brabus Edition und rote Zierelemente natürlich auch mit den Ziernähten und auch rote Strümpfe, hätte ich fast gesagt. Nein, es sind Gurte. Und das wirkt einfach extrem geil. Ich liebe es. Und auch hier diese Kopfstütze nochmal schön Brabus eingeprägt. Da wurde einfach Liebe gezeigt. Elektrische Sitze sind es, ja, und auch der Beifahrersitz ist elektrisch. Wir haben eine Smart-Einstiegsleiste, die ist beleuchtet. Wir kommen zur Tür. Wir haben hier schön weiche Belederung. Das ist eigentlich 1:1, fühlt sich das an wie in einem GLA mit AMG-Line. Wir haben hier eine ambiente Beleuchtung. Hier unten ist es natürlich dann Hartkunststoff, ja, das ist einfach so. Aber der Materialmix gefällt mir trotzdem. Auch hier so ein Zierelement. Extrem geile Ambientebeleuchtung im ganzen Fahrzeug. Ich versuche euch irgendwie ein Bild einzublenden, damit ihr da mal einen Eindruck bekommt. Ja. Wir haben, das ist jetzt ein Punkt, der mich stört, hier keine Möglichkeit, den Spiegel zu verstellen. Natürlich gibt es diese Möglichkeit, allerdings nur über den Bordcomputer. Hier über ein paar Tasten gibt es die Möglichkeit nicht. Das ist tatsächlich schade. Das hätte mir jetzt besser gefallen. Aber ich komme rein zu euch, um euch natürlich alles zu zeigen. Ja. So. Dann habt ihr jetzt einfach mal kurz das Interieur-Detail schon mal gesehen. Wenn ich jetzt die Bremse drücke, dann würde mein Sitz, ihr seht es, vorfahren. Wir haben also hier einen einfachen Ein- und Ausstieg, ja, da geht er nach hinten, um mir möglichst viel Platz zu generieren.
Dann geht's weiter. Ich fange einfach mal hier an. Wir haben hier natürlich die Beats-Anlage. Die ist auch nochmal mit Ambientebeleuchtung versehen. Wie gesagt, zeige ich euch. Das Dashboard ist hier schön weich. Head-Up-Display zeigen wir euch natürlich auch. Und dann haben wir hier auch schön weicher Werkstoff. Hier wieder dieses Zierelement. Hier ist auch ein bisschen Ambientebeleuchtung drin. Hier geht überall Ambientebeleuchtung rum. Wir haben hier keinen Klavierlack, kein schwarz hochglänzend, sondern eben dieses Zierelement, was gut wirkt. Auch hier an der Seite schön weich verarbeitet, wenn das Knie hier anschlägt. Ja. Hier ist es noch gummiert. Also die Materialien sind doch wirklich gut. Ja. Gerade wenn man das einfach mal sich so anschaut, ich bin echt überrascht. Das Lenkrad ist natürlich jetzt durch die Brabus-Version noch ein bisschen hochwertiger. Einfach ein Alcantara-Kranz drumherum, ja, Mikrofaser. Fühlt sich sehr gut an, braucht am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen Pflege. Ja. Wenn ihr das jetzt gar nicht pflegt und habt das jetzt mal 5 Jahre, wird das vielleicht auch mal speckig. Also einfach ein bisschen pflegen, dann sieht das immer so schön fein aus, wie es jetzt aussieht. Brabus steht hier, rote Zierelemente. Und dann haben wir natürlich den Smart-Pralltopf hier. Der ist jetzt hier wirklich hart, das ist halt sowas, was direkt ins Blickfeld sticht. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm, weil es einfach nur der Pralltopf ist. Aber der sonst edle Innenraum wird dadurch so ein bisschen zerstört. Wenn das auch noch weich wäre oder beledert, wäre es natürlich noch attraktiver. Links können wir die ganze Assistenz einschalten. Wir haben natürlich auch einen adaptiven Tempomaten. Rechts können wir dann lauter, leiser und solche Späße machen und auch die Sprachsteuerung uns anschauen. Vielleicht werft ihr einfach kurz mal einen Blick noch in meinen Tacho. Der ist jetzt nicht ganz so groß, aber reicht völlig aus. Ich sehe die Geschwindigkeit, die Reichweite und natürlich die Assistenzanzeige, wenn ich fahren würde, Temperatur und die Musik sowie den Fahrmodi. Also es reicht wirklich aus. Es ist jetzt nicht so winzig wie in einem Cupra Born oder in einem ID oder in einem Skoda Enyaq oder was weiß ich, sondern es ist schön dezent, nicht riesig, aber ausreichend. Also mir gefällt das tatsächlich und von dem her passt das. So, dann seht ihr einmal das Head-Up-Display, wir sehen die Navigationsanweisungen natürlich, dann würden wir quasi noch den Verkehrszeichenassistenten sehen, er hat jetzt aber noch kein Verkehrsschild erkannt und dann sehen wir natürlich auch die digitale Geschwindigkeitsanzeige und das natürlich ohne Extrascheibe, sondern geht direkt hier an die Frontscheibe und schwebt über der Motorhaube. So soll es doch sein. Es gibt noch einen Schneemodus, dann wäre das alles orange, damit man es halt vom Schnee noch besser erkennen kann. Dann haben wir hier das Display, Android Auto, Apple CarPlay ist völlig nutzbar. Wir haben hier so einen Fuchs, der legt sich manchmal hin, der stellt sich wieder hin in dieser Low-Poly-Optik, genauso wie die Sonne oben. Manche würden sagen Minecraft-Optik. Und das ist quasi das Home-Display. Da haben wir diese Weltkugel, die auch verschiedene Themen beinhaltet. Ich kann direkt zum Beispiel eine Ladesäule suchen, ich kann direkt Navigation starten. Hier unten quasi nochmal so eine Home-Leiste. Relativ wenig Tasten, also wir haben nur diese Touchbar da unten, ansonsten haben wir keine richtige Taste. Das ist natürlich cleanes Design, modern heutzutage, aber an mancher Stelle wäre es schon praktischer, eine Taste zu haben, aber es ist in Ordnung. Dann, wie gesagt, sehen wir auch hier, kommen wir dann auch ins Menü rein, ja, dann können wir hier natürlich verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir zeigen euch ja immer gar nicht mehr so viel, sondern ich sage euch 2 wichtige Dinge. Einmal natürlich die Navigation, dass ihr die einmal gesehen habt, ja. Da muss ich jetzt kurz aktivieren und dann seht ihr, dass das eigentlich auch alles relativ flüssig läuft. Ja? Also es ist noch nicht ganz wie beim Smartphone, aber ihr seht schon, da kann man mithalten. Ja? Das ist okay. Und die Darstellung ist auch hier in Ordnung und man kann auch hier zack eine Ladesäule suchen. Und man kann hier trotzdem, man muss nicht ins Hauptmenü zurück, um dann eben in ein anderes Menü zu gehen, finde ich auch sehr wichtig. Und hier kann man immer wieder Stage of Charge eben anschauen. Aber was ich sagen wollte, was mir euch immer noch mitteilen, ist ja, wie findet man sich zurecht? Ich sage es, man findet sich sehr schnell zurecht, auch wenn man von einer anderen Marke kommt. Es ist jetzt nicht das MBUX, sondern eine eigene entwickelte Software, aber man kommt hier wirklich schnell rein, man findet sich schnell zurecht. Es gibt relativ viel einzustellen, aber wie gesagt, man ist sehr schnell im Thema drin. Sprachsteuerung zeigen wir euch nachher während der Fahrt. Wir haben hier Lüftungsdüsen, die sich von der Wertigkeit auch wieder sehr gut anfühlen. Wir haben dann hier ein erstes Fach. Hier kann man sein Smartphone induktiv laden. 12-Volt-Anschluss, 2 USB-C-Anschlüsse, also für jeden eigentlich was da. Ja. Und dann haben wir hier, ich mache mal kurz meine Funkstrecke raus, Cupholder. Auch das kann ich nochmal schließen, dass hier alles clean aussieht. Und hier hinten haben wir nochmal ein Fach und das ist sogar gekühlt. Ja. Da könnte man also tatsächlich auch mal ein Getränk reinlegen und es dann auch kühlen lassen. Und ich bin erstaunt, wie viel Platz einfach dieses Fahrzeug bietet. Ja. Also das ist ja schon nochmal ein großes Fach. Da kann man also zu 0,5er Flaschen auf jeden Fall reinstellen. So Cola, Fanta im Sommer, ja, kann man sich kühlen. Das hatten wir letztens schon eine Weile her, 1 oder 2 Jahre im
neuen Land Rover Defender. Der hat auch so ein Kühlfach. Also es gibt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Autos. Aber das war total cool. Weil ich mit meinem besten Kumpel unterwegs und wir haben im Sommer auf andere Freunde gewartet und haben dann unsere Getränke quasi so gekühlt. Also ich mag solche Spielereien total. Gut, was fehlt, ist noch das Thema Platz. Und ich habe hier den Sitz auf mich eingestellt, wie gesagt. Ich habe überall genügend Platz, nach oben auch extrem Platz, mehr wie eine Faust noch Platz, ja, obwohl wir das Panoramadach haben. Gut, das kann man auch gar nicht abbestellen, wenn man den Brabus hat. Von dem her, ja, das ist schon wirklich toll. Ihr seht es auch einmal, das ist so ein riesengroßes Dach, hat also auch die Rücksitzbank was von. Man kann es dadurch aber natürlich nicht öffnen. Aber was es gäbe, ich weiß es noch nicht, ob es schon geht. Ja doch, natürlich geht's. Ich mache es jetzt nur mal ein Stück. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier auch ein Sonnenrollo. Das heißt, wenn euch mal die Sonne blenden würde, gäbe es da eine Problemlösung. Freunde, wir zeigen euch das vor. Wie ihr seht, der Sitz ist auf mir eine Körpergröße von 1,85 eingestellt. Es würde jetzt so auch mal gehen, ja, für eine Fahrt. Aber ihr seht schon, es ist jetzt nicht mehr allzu viel Platz. Naja, Smart hat sich was überlegt. Dann fahre ich doch einfach nach hinten und zack, habe ich extrem Platz. Hinten trotzdem noch einen Kofferraum und so kann man das variieren. Es gibt fast nichts Schlaueres wie eine variierbare Rücksitzlehne oder Rücksitze. Die Lehne kann ich von der Neigung tatsächlich auch nochmal verstellen. Die Materialien haben sich nicht verschlechtert. Auch hier haben wir weiche Elemente her. Ja. Hier natürlich dieses, wie auch vorne dieses Element oder dieses Zierelement. So, jetzt haben wir es. Und weiter unten natürlich dann Hartkunststoff. Also hier wurde trotzdem die Liebe weiterhin aufgegriffen. Wir haben auch an den Rückseiten der Sitze dann nochmal so Taschen. Isofix in den äußeren Sitzplätzen und auf dem Fahrersitz, Beifahrersitz natürlich. Wir haben hier auch nochmal Lüftungsdüsen, die auch einen wertigen Eindruck machen. Hier von der Haptik mit diesem Alu-Look. Und die kann man von der Zirkulation, wie gesagt, nochmal einstellen, nicht von der Temperatur. Ein USB-A und ein USB-C-Anschluss haben wir auch nochmal für Smartphone. Also auch hier bietet der Smart genügend. Dann natürlich auch hier hinten diesen Alcantara Mikrofaser Ledermix. Auch hier hinten natürlich schön rote Gurte. Also ich würde auf jeden Fall den Brabus nehmen, vor allem weil er preislich auch nicht so viel ausmacht. Wir haben eine Durchreiche für schöne Anglerfreunde, eine schöne weiche Armauflage, ja, mit Cupholder. Und es ist noch genug Platz, um seinen Arm dran vorbeilegen, wenn doch mal eine Flasche drin stehen sollte. Ja, zu dritt könnte man auch fahren. Allerdings ist es zwar sehr weich hinten am Rücken, aber nicht ganz so weich wie der Sitz. Und die Sitzfläche ist auch relativ schmal, dadurch natürlich kein Mitteltunnel, aber ich würde es doch begrenzen wollen, wenn wir zu dritt hier hinten sitzen, für eine kurze Fahrt, eine Stunde oder so. Wenn man jetzt aber nur zu zweit hinten sitzt, dann ist es echt kein Thema, dann sitze ich auch mit 1,85 hier sehr bequem, habe genügend Platz, selbst mit Panoramadach, ihr seht das schon, ist hier noch fast eine ganze Faust Platz. Ich könnte also noch größer sein und ich komme auch gut nach hinten. Also Platz hat man hier im neuen Smart Hashtag One definitiv. Ja, dann begrüßen wir euch zum Fahreindruck. Wir zeigen euch zuerst die Kamera wie immer und dann machen wir gleich noch was anderes. Ich gehe in den Rückwärtsgang, dann sehen wir natürlich links die Vogelperspektive. Wir sehen rechts dann die Rückfahrkamera. Die Linien lenken jeweils mit. Die Darstellung ist sehr scharf, hilft also auch nachts. So, jetzt gibt es hier die Möglichkeit in 3D zu wechseln oder hier weitere Sichtfelder oder Bereiche mit toten Winkeln sich anzuschauen. Also interessant, oder? Dann gehe ich in den 3D-Ansicht, da sehe ich den Smart natürlich, wie er hier dargestellt wird. Ja, die Blinker blinken auch mit und dann kann ich hier roundabout laufen. Ich kann hier einfach mal so drum rumlaufen. Ich sehe ihn hier überall von jeder Perspektive. Könnte also allein durch diese Ansicht ja schon sehr gut einparken, weil ich ja hier, wenn man das als Bordschein betrachtet, alles gut sehen könnte. So, jetzt gehe ich aber wieder in den 2D-Modus. Dann könnte ich hier auf weitere Sichtfelder, ja, dann kann ich mir hier zum Beispiel die Frontkamera herholen. Ich kann mir hier die Räder herholen. Oder ich hole mir die hinteren Räder her. Und dann ist es natürlich für den Bordstein perfekt. Und ich kann dann ja, perfekt einparken. Was will man eigentlich im Leben mehr? Jetzt schauen wir uns natürlich noch eine Sache an. Hoppla. Und zwar gehe ich jetzt nochmal hier in den D-Modus. Und dann springt er tatsächlich auch gleich in die Frontkamera. Genau so sollte es sein, dass wir hier nicht selber rumwurscheln müssen, sondern dass er das selber macht. Da ich euch jetzt immer ja noch ein Head-Up-Display
Detail zeige, werden wir jetzt gemeinsam schon die Sprachsteuerung nutzen, damit wir eine Navigation starten. Dass ihr A natürlich seht, wie schnell das geht, und B kann ich euch dann gleich nachher beim Detail, das ihr aber schon gesehen habt, weil wo wir über das Head-Up-Display gesprochen haben, dass ihr da auch dann alles seht. Also wir machen gerade eine Luftblase. Ihr seht jetzt, dass wir die Navigation zusammen starten. Dann filme ich quasi, ohne dass ihr es seht, das Detail, das ihr quasi jetzt, wo wir gerade filmen, schon gesehen habt. So, dann nutzen wir die Sprachsteuerung. Es gibt irgendein Codewort, habe ich vergessen. Man kann aber auch die Taste nutzen, um das zu machen. Und dann werde ich Dennis, und dann redet der Fuchs quasi mit uns. Was soll ich jetzt für Sie finden? Navigiere mich nach Stuttgart. Das habe ich gefunden. Zeile 1. Lasse mich dir den Weg zeigen. Ja, also wie ihr seht, geht recht schnell. Also die Navigation war schnell da, ja, und wir zeigen euch natürlich nachher noch eine Version mit den Ladeplanungen. Jetzt hat er natürlich nur nach Stuttgart hier nichts rechnen müssen. Ich wollte euch hier nur mal kurz die Geschwindigkeit zeigen. Die Ladeplanung machen wir ja immer nach der Assistenz. Also es geht hier sehr schnell. Man kann hier natürlich Ambientebeleuchtung und solche Späße umstellen. Also die Sprachsteuerung ist hier schon mal auf einem Top-Niveau. Und sie fragt auch nicht nach, welche Straße sowas, sondern es ist gleich die Adresse. Klar, jetzt hat er mehrere Einträge gefunden, das ist ja in Ordnung. Aber er würde jetzt niemals fragen, welche Straße, welche Hausnummer. Also von dem her, das passt. Jetzt fahren wir los. Erstmal so die alltäglichen Dinge, bevor wir über die Power sprechen. Es ist ein einfach guter Reisebegleiter. Ja? Die Windgeräusche sind in Ordnung. Wenn es jetzt arg windet, treten sie schneller auf. Ansonsten halt eher bei höheren Geschwindigkeiten. Von dem her ist die generelle Geräuschkulisse in Ordnung. Wobei es etwas lauter ist, wie es zum Beispiel in einer C-Klasse oder in einem anderen Mercedes-Derivat, aber trotzdem jetzt nicht störend. Aber was mir persönlich rausgestochen ist, ist der Komfort. Wir sitzen ja hier im Brabus, der natürlich noch mal leicht sportlicher abgestimmt ist. Aber er vermittelt zu keiner Zeit irgendwie vom Fahrwerk zumindest. Von der Power natürlich schon und von der Optik, aber vom Fahrwerk vermittelt er zu keiner Zeit einen sportlichen Eindruck. Wir haben trotzdem ein schön angenehmes Fahrwerk, wir können da Langstrecke damit machen. Der Sitz dämpft auch nochmal einiges ab. Also ich habe zu keiner Zeit das Bedürfnis gehabt auszusteigen, weil irgendwie der Komfort nicht da war. Ja. Also vom Komfort fand ich das schon wirklich ansprechend und da bietet das Smart Hashtag One einfach ja, angenehmes Fahren. Also es war wirklich so, dass man damit echt entspannt ankommt und auch entspannt reisen kann. Der nächste Punkt, den wir noch ansprechen, ist ja immer natürlich nicht nur die Power, die wir jetzt gleich euch zeigen, sondern auch einmal die Rundumsicht, die wir uns anschauen. Ja. Jetzt biege ich hier noch mal kurz in die Straße ab. In der Zeit seht ihr natürlich die Frontscheibe, da sieht man relativ gut raus. Ansonsten auch an der Seite. Ein kleines Fenster haben wir sogar noch hinten. Aber ein toter Winkel bleibt natürlich an der C-Säule, ja? Der ist relativ breit. Kann man aber mit Spiegeln, Kameratechnik, dem Totwinkelassistent natürlich ausmerzen. Und ich hatte auch keine Probleme. Es ist quasi so, ja, also für die Stadt ist er ja sowieso gemacht, auch wenn er jetzt größer ist wie so ein Smart 4-2. Aber trotzdem ist er dafür gemacht. Und auch sonst hatte ich keine Probleme. Wir sind jetzt im Brabus-Modus unterwegs. Das heißt, wir fahren jetzt mit beiden Motoren. Und dadurch auch Allrad, aber natürlich deswegen auch, um euch die Power abzurufen. Wir werden natürlich 0 auf 100 machen, hallo, ist ja logisch. Wir werden aber jetzt auch so einen typischen Überholvorgang kurz simulieren. Wir fahren nämlich jetzt 70, ja, man fährt hinter so einem LKW her. Wir fahren jetzt exakt 70 und die 100 stehen. Ja. Also das ist schon wirklich krass, wie schnell das geht. Und ja, das macht halt wirklich Spaß. Natürlich leidet die Reichweite und auch der Verbrauch darunter, wenn man solche Späße andauernd macht. Aber das ist natürlich jetzt für euch fürs Video lustig und für uns auch. Ihr selber, wenn ihr den Brabus bestellt, habt natürlich so die Möglichkeit, effizient zu fahren oder halt eben auch am Wochenende, wenn ihr einfach mal Bock habt, sportlich zu fahren, dann eben sportlich zu fahren. Von dem her ist das hier schon nicht schlecht, was hier geboten wird. So, dann werden wir natürlich jetzt noch einmal ein 0 auf 100 machen. Das ist ja gar keine Frage. Hier wird nämlich aufgehoben, die 70. Dann können wir hier auch einmal durchstarten. Und dann würde ich sagen, legen wir los. 50 stehen, 60, 70, 80, 90 und die 100 stehen. Da kommt richtig dieser Elektro-Punch rüber. Ja? Und das ist wirklich richtig krass.
gerade Ampelstarts hat fast kein Auto eine Chance, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben aktuell noch einen Audi R8 da stehen. Ich weiß nicht, ob der hinterher käme, also zumindest jetzt beim Ampelstart. Ne? Also die Power ist schon wirklich sofort da und ruft da über diese 500 noch was Newtonmeter die Power ab. Das ist schon wirklich super. Und dann, wie gesagt, das ist ja diese Spreizung. Ja? Wenn ihr jetzt nicht im Brabus-Modus seid, habt ihr trotzdem ordentlich Power. Aber er schaltet halt einen Motor ab und seid dadurch natürlich noch effizienter. Also der Brabus bietet da schon eine weite Möglichkeit, effizient oder halt eben powervoll zu fahren. Deswegen allein nur wegen der Optik, wegen dem Spaß. Also ich würde natürlich diese Version hier wählen. Und eben dieses Zwischenbeschleunigen auch, weil damit rechnet niemand. Ja? Wenn man mal kurz in der Stadt irgendwie noch reinhuschen muss oder wenn man doch irgendwie am Ende der Zweispurigen ist, zack, ja, mein Kopf haut es nach hinten und man ist halt zack auf 100. Also es ist halt einfach geil. Auch von der Kurvenlage, also wir werden jetzt über die Assistenz gleich sprechen, aber in der Kurvenlage ist das Ding auch wirklich cool. Man kann ihn auch um die Kurven schön schmeißen. Also es ist einfach ein gutes, gemachtes Auto vom Fahrwerk, aber halt auch von der, ja, vom allgemeinen Fahren und von der Lenkung. Ich kann nichts anderes sagen, wirklich tolles Auto. Was zu einem tollen Auto gehört, ist die Assistenz. Wir haben hier die volle Assistenz mit dabei, mit Ausstiegsassistent, wenn man die Tür aufmacht, und jedem Pipapo, Querverkehrassistenz und so weiter. Wir zeigen euch natürlich wie immer hier mal die Basics auf der Straße, und zwar der adaptive Tempomat mit der Lenkfunktion. Dazu muss ich aber vom Brabus-Modus mich entfernen, muss in den normalen Sportmodus gehen, und dann kann ich hier zum Beispiel den Smart Pilot aktivieren. Und dann fährt er zum Beispiel jetzt die Geschwindigkeit, die ich angegeben habe. Das kann ich in einer Schritten oder halt in fünfer Schritten einstellen. Und ja, jetzt habe ich es mal auf 120 eingestellt. Wie ihr seht, versucht er jetzt, mich auch von der Spur immer fernzuhalten, von der anderen Spur. Ja. Lenkt aber noch nicht mittig mit. Ja. Jetzt lenkt er schön mittig mit, weil er die Spur richtig schön erkannt hat. Und ansonsten, habt ihr jetzt auch gesehen, würde er halt einfach quasi pendeln, ja, aber er hält euch trotzdem immer in der Spur, und wie ihr jetzt seht, lenkt er auch schön mittig mit. Genau, das passt. Wir werden jetzt noch kurz warten, also ich werde meine Hände jetzt zwar wieder ans Lenkrad machen, aber wir werden kurz warten, bis wir am LKW sind. Dann werdet ihr sehen, dass er automatisch natürlich abbremst, ja, und quasi hier den Abstand einhält. So, jetzt hat er das Auto schon erkannt, wird auch schon deutlich langsamer. Ihr seht es auch hier in meinem Display, ja, da erkennt er diese Autos, und die werden mir hier also durchweg auch angezeigt. So, von dem her, das ist schon wirklich recht sicher. Jetzt blinke ich und das Auto gibt sofort schon Gas. Ja. Das ist halt auch ein Punkt, der wichtig ist. Ihr könnt also so flüssig mit dem Verkehr mitschwimmen. Jetzt gehe ich aber doch nochmal rüber, hänge mich hier hinter den LKW, weil wir möchten euch ja noch einen Assistenz zeigen. Und das ist quasi der Totwinkelassistent. Ja. So, wir müssen jetzt natürlich warten, bis da wieder ein Auto kommt. Jetzt überholt uns gleich einer. Ihr werdet im Spiegel, werdet ihr das sehen. Jetzt leuchtet es. Und jetzt kommt das Auto erst. Das sind also gute 4 bis 5 Autolängen vorher, wo uns das System warnt, völlig rechtzeitig. Der nächste Assistent, der für mich zu den Basics mittlerweile gehört und wir euch einmal noch zeigen wollen, ist der Verkehrszeichenassistent. Auch der funktioniert hier wirklich top. Und ich kann auch hier einstellen, zum Beispiel, dass er mit dem Verkehrszeichenassistent agiert und quasi selbstständig dann die Verkehrszeichen, die er erkannt hat, übernimmt. Also auch das ist möglich. Und somit haben wir natürlich alle Assistenten mit an Bord, weitaus mehr sogar noch. Wie gesagt, Querverkehr, Ausstiegsassistent, das funktioniert wirklich Daimler-typisch sehr, sehr gut. Und man kann sich wirklich auch drauf verlassen, und es entlastet einen auch während der Fahrt. Verkehrszeichenassistent hat, wie gesagt, auch meistens funktioniert. Da gab es noch ein, zwei Problemchen. Manchmal hat er so eine Auflösung nicht erkannt, ja. Wie zum Beispiel auch jetzt. Jetzt ist hier unbegrenzt 70, hat er noch angezeigt. Und wo auch seine Probleme hat, ist mit limitierten Schildern. Das heißt, wenn zum Beispiel 30 nur ab 22 Uhr ist, also nur nachts, da zeigt er halt 30 an. Mercedes zeigt da ja auch dann die Uhrzeit an. Also quasi so eine Uhrzeitanzeige, damit ich weiß, das ist zeitlich limitiert. Das macht er noch nicht. Also da gibt es noch so ein bisschen Aufbereitungspotenzial, vielleicht für einen Facelift oder sowas, aber das Maß an Assistenz ist hier schon recht hoch. Zwei Dinge jetzt sehen wir noch dazu. Immer Head-Up-Display, habt ihr ein Detail vorher gesehen, ist übersichtlich, geht direkt an die Scheibe, schön gestochen, scharf. Was will ich mehr? Passt. Licht passt auch. Schön weiter Lichtkegel, adaptive Form und auch ja, Fernlicht dann, wie gesagt, super gemacht. Ich sehe weit genug, also auch da gibt es nichts zu meckern. So, wir sind bei unseren Serpentinen.
und lassen den Brabus nochmal werkeln. Wie gesagt, die Kurvenlage auch wirklich gut. Manchmal so ein kleines Untersteuern, aber ansonsten macht er sich da auch wirklich gut. Die Bremse ist auch gut dimensioniert, hat also mit dem Gewicht eigentlich keine Probleme. Und hier können wir natürlich durch den Elektroantrieb schön aus der Kurve beschleunigen. Jawohl! Also es ist auch ein Kurvenräuber. Nicht nur in der Stadt genial, sondern wir können auch wirklich damit Spaß haben. Also wirklich, auf der Autobahn ist halt bei 180 Schluss. Da sollte man ja sowieso langsamer fahren, um da eben einfach schön weit auch zu kommen mit der Batterie. Aber ihr macht mit dem Brabus halt dann einfach hier den großen Spagat. Sparsam mit der Familie von A nach B. Am Sonntag, wenn halt dann die Freunde rufen und sagen, hey, mach mal eine Ausfahrt, seid dann mit eurem Hashtag von Brabus auch dabei. Sind wir quasi am Ende, jetzt geht es gleich zum Fazit. Aber ein Punkt fehlt natürlich noch, den wir euch auch versprochen haben. Und das hat mit der Ladeplanung zu tun. Das heißt, ich starte jetzt wieder eine Navigation, werde diese aber natürlich ein Ziel nehmen, das weiter weg ist. Hamburg zum Beispiel. Wohin möchtest du fahren? Navigiere mich nach Hamburg. Das habe ich gefunden. Perfekt. Lasse mich dir den Weg zeigen. So, jetzt sagt er hier Route auswählen, jetzt könnte ich die einfach starten oder ich sage hier hinzufügen. Ja? Und dann rechnet er jetzt nochmal neu und guckt, wo wir laden können. Ja? Die Route wird noch neu berechnet. Wenn ich jetzt einfach gestartet hätte, hätte er die Navigation jetzt einfach gestartet. Da ich jetzt aber hinzufügen gedrückt habe, sucht er jetzt Ladestationen entlang der Route. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ja? So. Jetzt sehen wir zum Beispiel hier, dass wir, wo wir laden müssen, einmal an der Raststätte Rhön, Sindelfingerwald und hier beim Allego Zeinerberg. Da sehen wir dann immer, wie weit das noch entfernt ist und wie lange wir da laden, immer bis 80%. Das macht natürlich auch Sinn, da wir natürlich dann am schnellsten sind dadurch. Ja. Mit 11% kämen wir nach 6 Stunden 47 an und 772 Kilometer sind das. Er würde jetzt nach 99,9 Kilometer das erste Mal laden. Und da ist jetzt der Punkt eben, den ich hier angesprochen habe, wo wir dann eben noch die Probleme ein bisschen haben. Die Laderoutenplanung ist eigentlich gut. Sie ist sehr schnell. Er zeigt mir an, wie lange ich dort lade. Er zeigt mir an, mit wie viel Prozent ich ankomme. Es ist also schon mal wirklich nicht schlecht. Und die Ladeplanung ist auch weitaus nicht so schlecht wie bei manch anderer. Aber dass er jetzt schon in 99 Kilometer laden will, empfinde ich als zu früh, denn wir haben jetzt noch 231 Kilometer Restreichweite und er könnte also locker eine Ladestation, sage ich jetzt mal, erst nach 180 Kilometer suchen. Ja. Von dem her, da müssen wir nochmal vielleicht dran arbeiten, dass er später sucht, weil so würde ich jetzt zum Beispiel wertvolle Zeit gleich am Anfang vergeuden. Aber so in der großen Sache ist das schon in Ordnung und funktioniert sehr gut für das, dass das jetzt hier eben, wie das funktioniert. Jetzt haben wir euch alles gezeigt. Ich hoffe, das passt soweit. Jetzt gehen wir ins Fazit. Auch nochmal ein interessanter Teil für euch. Es geht um die Preise. Anfangspreis mit Endpreis, wie ihr es von uns gewöhnt seid. Dieser Preis und also wie das Fahrzeug, was wir hier fahren, kostet. Und natürlich dann auch nochmal die Empfehlung meinerseits, welche Variante was für euch ist und warum ich von Pro ein bisschen abrate. Wobei ihr das natürlich, wenn ihr aufmerksam das Video gesehen habt, eigentlich schon wisst. Freunde, das war's mit dem Smart Hashtag One. Ein wirklich klasse Auto, muss ich wirklich sagen. Das Design muss einem zusagen, ganz klar, wie immer. Mir gefällt es, gerade in der Brabus-Version, es ändert sich nicht extrem viel, aber diese zwei Lufthülsen da und dann auch natürlich diese Brabus, nicht Anbauteile, aber diese Brabus-Schriftzüge mit diesen roten Elementen, dann auch natürlich im Innenraum. Da macht der Brabus für mich das einiges besser. Ja. Diese Brabus-Kopfstützen mit ein bisschen Liebe, rote Gurte, das ist einfach im Gesamtpaket geil. Das Innenraumleben mit Alcantara-Leder, dem beleuchteten Innenraum mit der Beats-Audioanlage, dem großen Display. Es ist einfach alles modern gemacht, es ist stimmig, es ist schön gemacht. Toll, tolles Auto. Auch von außen mit adaptiven LEDs, durchgezogenen Leuchtband. Es illuminiert sich nachts. Es ist wirklich ein Auto, was man sich unter einem modernen Fahrzeug vorstellt. Natürlich, Außenkamera ist ist außenstehend, die Rückfahrkamera, so wollte ich sagen. Das ist ein Kritikpunkt. Es ist relativ kompliziert manchmal gemacht. Ja. Die Außenspiegel muss ich über ein Display einstellen. Dann hat er natürlich auch One-Pedal-Drive, muss ich über das Display einstellen. Die Fahrmodi muss ich über das Display einstellen, da muss ich mich durchtippen.
Da wäre manchmal eine Taste dann doch einfacher. Dann kann man auch während der Fahrt besser machen. Weil wenn ich während der Fahrt eine Taste drücke, habe ich ein haptisches Gefühl. Bei der Taste im Touchscreen nicht. Das heißt, dann muss ich wirklich von der Fahrbahn weggucken, um den Fahrmodi zu ändern. Also so ein bisschen Kritik schwingt natürlich wie immer mit drin, mit rein. Aber ansonsten ist das ein top modernes Auto. Von der Leistung und von der Reichweite auch in Ordnung, selbst jetzt hier bei kalten Temperaturen. Wenn man natürlich mit dem Brabus seinen Spaß hat, immer wieder Gas gibt, immer wieder beschleunigt und die Power mit beiden Motoren halt ausnutzt, dann kommt man jetzt im Winter keine 300 Kilometer, wie ich es euch gesagt habe. Wenn man aber öfters auch mal im Komfortmodus unterwegs ist für den Alltag und Brabus nur in dem Moment nutzt, wo man Spaß haben will, dann kommt man schon seine 300 Kilometer auf jeden Fall. Und im Sommer, wenn es normale Temperaturen hat, 20 Grad, perfekte Elektrowagentemperatur, dann würde man, also ich, mit meiner Fahrweise 350 kommen und ihr vielleicht sogar wirklich die 400 bis 450, je nachdem, wie ihr halt fahrt. Grundsätzlich gutes Auto, die Assistenz passt, Licht passt. So, jetzt für wen ist was gedacht? Natürlich weiß ich nicht genau jede Spezifikation von euch, wer da was möchte. Die Lounge Edition, die möchte ich jetzt mal ausklammern, die ist sowieso schon vergriffen. Ja. War aber natürlich ein kleiner Preisvorteil mit drin, aber auch dort nur die heckangetriebene Variante möglich. Pro Plus bringt Nachteile mit sich, wenn man nicht alles hat. Man hat keine 360-Grad-Kamera, man hat, wie ich meine, auch keine Beats-Audioanlage und man hat auch nicht den vollen Umfang der Ambientebeleuchtung, wie ich meine. Also halt so ein paar kleine Spielereien sind da nicht mit dabei. Großer Nachteil ist halt AC 7,4 Kilowattstunden nur. Also 7,5 Stunden braucht er dann auf 100%. Das ist halt je nachdem, was ihr macht, über Nacht schon schwierig. Und natürlich auch, wenn man einkauft in der Stadt, völlig utopisch, dass der dann voll wird. Von dem her lohnt sich da schon zum Premium zu greifen, weil der auch gar nicht so viel teurer ist. Ich meine um die 43, dann hat man halt sofort den 22 kW Lader. 3 Stunden, ohne Witz, wenn man mal mit der Familie in der Innenstadt shoppen ist, ist das Ding voll. Über Nacht sowieso, dann ist man halt doch ständig wieder mit einem vollen Akku unterwegs. Schon den Akku, wenn man AC lädt. DC, klar, 150 kW, halbe Stunde, also 29 Minuten, auch völlig in Ordnung. Man kann also auch Langstrecke damit bewirken. Was nehme ich jetzt? Premium oder Brabus? Brabus lohnt sich in meinen Augen wirklich nur, wenn man A, ein rotes Dach will natürlich, dann muss man es nehmen, das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern wenn man auf diesen sportlicheren Touch auch im Innenraum steht und natürlich auch im Exterieur, also wenn es einfach auch das Auge mit ist. Und wenn man auch wirklich vorhat, Spaß mit dem Auto zu haben. Also wenn man sagt, nein, ich fahre jetzt elektrisch, ich gehe von meinem Verbrenner weg, möchte aber am Sonntag mit den Jungs trotzdem mitkommen, ich möchte trotzdem meinen Spaß haben, die Serpentinen und der 180 km/h Höchstgeschwindigkeit ist dann der kleine Kompromiss, den ich eingehe, aber in den Kurven und in der Stadt und beim Wegbeschleunigen möchte ich meinen Spaß. Für diejenigen ist Brabus was. Für diejenigen, die auch ein Allrad, je nachdem, wo sie wohnen, brauchen mit dem zweiten Motor, für diejenigen ist was für Brabus was. Ja. Für alle, die aber nur ein neues Elektroauto brauchen, wie das den Smart Hashtag One, die den einfach vom Design her so auch schon cool finden, die Moderne mögen und mit dem Auto einfach warm werden, aber den Allrad nicht brauchen oder auch die Power und sagen, naja, in der Spitzenleistung 272 PS reichen mir auch völlig, da reicht Premium völlig, weil der auch alles mit drin hat, die ganzen Späße, die wir euch heute gezeigt haben, aber halt natürlich ihr dann noch mal ein bisschen Geld sparen könnt. Denn, und jetzt kommen wir auch zum Ende, unserer kostet nämlich hier der Brabus, der startet nämlich bei 48.990 und das ist auch der Preis, der unsere hier kostet, weil die Farbe schwarz mit rot kostet nichts extra. Die einzige Aufpreisfrage beim Brabus ist tatsächlich Mattlackierung, mattgrau. Und dann würde der Höchstpreis des Hashtag One auch bei 49.870 Euro liegen. Das wäre also der Brabus mit einer matten Lackierung. Von dem her, wer ein bisschen Geld sparen will, allzu viel ist es tatsächlich nicht. Nimmt Premium, hat trotzdem alles. Wer alles möchte, nimmt Brabus. Und Pro Plus geht natürlich auch. Da spart man natürlich am meisten. Wobei ich finde, dass sich Premium am meisten lohnt. Ja, jetzt könnt ihr drunter schreiben, euren Senf auch noch dazugeben zu meinem. Seid ihr da meiner Meinung? Wie findet ihr das Auto allgemein? Gefällt es euch im Interieur, Exterieur? Würdet ihr Brabus nehmen? Würdet ihr Premium nehmen? Oder sogar Pro Plus? Warum? Schreibt es auch gerne drunter. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Wachst mal einfach mehr, könnt euch immer mehr zeigen. Die Glocke drücken, werdet ihr noch benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen. Bei TikTok könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video.